Ja, Leute, willkommen zurück zu einem neuen Commentary von MW3 hier am Start. Bisschen bessere Quote, werdet es dann sehen. Weil ich mich ein bisschen, ja, der Grund dafür ist, ja, ich habe mich jetzt viel mehr an der Drohne orientiert, würde ich jetzt mal sagen. Und das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Und eigentlich muss man mit, ja, nur mit der Drohne arbeiten, damit man überhaupt weiß, wo die Leute sind. Ja, Ghost heute das Thema und es geht genau um die Drohne. In Ghost geht es leider nicht mehr. Darum hasse ich das Spiel. Also ich finde jetzt, ich bin ja besser geworden in MW3. Wenn ich jetzt mal das Gameplay sehe, könnt ihr sie ja selbst beurteilen. Ich bin offen für neue Lösungen oder für Anregungen. Nein, also ja doch schon, aber und jetzt der Punkt an Ghosts, oder diejenigen, die es haben, kennt sich ja da Satcom-Scheiße. Zwei davon gibt eine Drohne, oder? Jetzt, man kann schon gut sein in Ghosts, oder? Die Drohne, man muss sich halt ein bisschen an die Maps gewöhnen, wo dann etwa die Gegner hinlaufen oder weiß ich was für Scheiße. Das Problem dabei ist halt aber einfach, erstens, man stirbt zu schnell. Ich wäre hier zum Beispiel schon lange gestorben. Ich hätte den hier im Container gar nicht verfolgen können. Dazu kommt noch was anderes, und zwar erstmal das eine, also das mit dem Maps gewöhnen, das ist mit der Zeit halt, aber ich habe ein anderes Problem, und zwar, wenn dein Team scheiße ist, kannst du es nämlich vergessen, weil, seien wir ehrlich, der Zufall, also ich habe halt wieder Hardliner da drinne, es geht ja schon, nicht, dass es das Problem wäre, oder? Wie soll ich sagen, nicht, dass das Problem wäre mit, jetzt habe ich den Faden verloren. Nein, nicht, dass das Problem wäre, irgendwie die Satcoms oder die Streak zu erreichen. Das Problem ist einfach, dass man erstens die Satcoms kaputt schießen kann und zweitens, ja, du musst es zuerst mal schaffen. Also wenn du nie sterben willst dazwischen drinne, musst du zwei Streaks machen, eine Satcom, dann eine Dreier-Streak, dann eine Vierer-Streak, die einsetzen und dann, ja, und dann hast du wieder eine Drohne und dann kommt die zweite Satcom und eventuell ist sie dann schon wieder zerstört und das bringt überhaupt nichts und überhaupt. Ihr wisst schon, was ich meine, oder? Und das ist einfach ein bisschen das, was ich halt einfach bemängle und auch bezweifle, weil das Problem ist ja immer ein bisschen, dass wenn du eine Satcom hinstellst, dass du dann gleich wieder getötet wirst. Das hatte ich jetzt schon so oft und das geht mir auf den Sack. Und ich hasse das Game, ey. Du stirbst zu schnell. Anfangs dachte ich noch, ja, pff, ja, okay, ist vielleicht nicht so schlecht. Ja, schneller verreckt. Aber das Problem ist einfach, derjenige, der dich zuerst gesehen hat, der hat gewonnen. Ja, es kommt schon ein bisschen auf Aim drauf an, aber seien wir ehrlich, er kann ein bisschen links, rechts rumfuchteln und das war's dann. Also, effektiv war es dann. Also, dann bist du tot. Und dann haben sie meistens noch so eine gute Verbindung, ey. Dann bist du genau, die Verbindung ist genau tipptopp. Ja, genau. Dann bist du tot und du hast nirgends einen Schuss bemerkt. Ich denke, Evan, das rote Ding, wenn ihr merkt, wo ihr überschossen werdet, ich fliegt einfach tot um. Ja. Das kotzt mich an und das sagt einfach übers Hart. Deshalb spiele ich Ghost jetzt eigentlich nicht mehr. Waren dann vielleicht aufgeputscht als Freude. Als wegen lustig und so, aber sonst, ja. Das ist einfach so mit Glück verbunden, ohne Witz. Wenn die Teammates scheiße sind, ja, okay. Ja, okay, oder? Wenn die Teammates scheiße sind, dann hast du einfach verloren. Außer du hast das Glück, dass eben zweimal, also dass innerhalb denn die Satcom nicht zerstört wird. Aber, naja. Was gibt's noch zu sagen? Ja. Eigentlich nichts mehr zu Ghosts. Ghosts finde ich für mich einfach gestorben. Also vielleicht so Blitzangriff oder aufgeputscht oder verschiedene Modis halt. Aber sonst rein vom Spielerischen her ist für mich gestorben. Und einfach, man darf einfach nie aggressiv werden. Das muss man hier auch noch anfügen. Bei seinem Drecksgame. Nee. Ja, Leute. Das war's alles schon mit dem Commentary. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Euer Impact Rider. Tschüss zusammen.